Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft. Da sind wir wieder und es geht wieder weiter. Whee! Genau, und dieses Mal etwas effektiver als beim letzten Mal vielleicht. Also zumindest haben wir uns dieses Mal sogar ein Planfeuer gemacht. Das sagt Juwin so, der lügt. Och Mann, jetzt hast du die ganze Illusion Ich meine natürlich, ja, wir haben voll den Plan. So, nein, und ein bisschen haben wir uns wirklich Gedanken gemacht. Ja, richtig. So, und der ein oder andere wird es vielleicht gerade schon bemerkt haben, wir benutzen jetzt schon mal so ein etwas aktuelleres Texture-Pack. Natürlich wieder von Honeyball, aber halt ein bisschen auf dem aktuellen Stand gebracht. Und mit ein bisschen meine ich auch ein bisschen. Genau, also wir haben jetzt zum Beispiel schon mal eine Bildeinblendung für Nether Quartz. Genau. Also das neue Nether-Gestein da, das es praktisch vorher nicht gab. Und das war ja vorher als ohne Bild praktisch eingefügt. Ja, und das Zeug sieht halt alles ein bisschen anders aus irgendwie, aber das finde ich auch ganz gut. Da kommen wir schon irgendwie ran, ne? Da können wir uns schon irgendwie dran gewöhnen. Genau, achso, ich habe ja sogar noch Eisen dabei. Ich dachte, jetzt gehe ich mir nochmal schnell Eisen holen. Aber ich habe ja noch welches. Hey. So, dann wollen wir gleich erstmal schauen mit unserer Brückenbenennung. Genau, ich habe sogar noch ein Schild in der Tasche, muss aber trotz alledem mal ganz kurz ein kleines bisschen Holz mitnehmen. Ich habe nur keins mehr. Nicht mehr wirklich, okay. Zumindest. Oh Gott. Hier habe ich noch Treppen, die nehme ich mal mit. So. Hey, Jubi hat Treppen. Ja, also hier diese Birkenholz-Treppen. Hast du Musik schon laufen? Nö, siehst du, das ist ein guter Einwand. Fällt mir gerade so ein, so, Moment. Warum ist der Media Player dann zu? Ich habe ihn doch vorhin aufgemacht. Das ist gruselig. Jetzt, dann muss ich nochmal ganz kurz einen Cut setzen. Moment. So, und einen Cut später. Und jetzt läuft die Musik auf einmal. Wow. Gruselig. So. Die Brückenbenennung wollten wir machen, ne? Ja, genau. Genau. Also wir haben ja einen Vorschlag im Moment schon mal bekommen. Ja, und das machen wir jetzt auch mal. Genau. Also einen Vorschlag, der annehmbar ist. Also wir haben ja gesagt, was wir nicht so hören wollen. Welche Brücke wollen wir so eigentlich benennen? Wir haben jetzt im Augenblick also, der werte Herr Belegon meinte die hier, glaube ich. Meint er die in das Dorf oder die in das Dorf? Das ist eine gute Frage. Wir nehmen die in das NPC-Village-Dorf. Ich glaub, es war die NPC-Village gemeint. Ja, ich glaube auch. Also ich behaupte jetzt, ist es die NPC-Village. Wenn nicht, egal, jetzt ist es die NPC-Village. Ja, ich mache mich da mal schnell auf den Weg hin. Moment. Ja, und das gilt natürlich trotz alledem noch. Also wir haben ja im Moment zumindest noch eine Brücke, die dann noch benannt werden darf. Die noch nach einem Namen ruft, genau. Und da seid ihr auch immer noch gefragt und jetzt nicht so ein Scheiß wie, was war das? Ich hab's vergessen. Ich auch, aber verdrängt. Irgendwie so ein Kackname, wo ich gleich sagte, nein, ohne mit Ballastfeuer zu reden. Moment, da müssen wir nochmal drüber reden. Jupf. Huch, warum fehlt hier Kies? Ich weiß nicht, da war wahrscheinlich ein Typ unterwegs, ein Enderman oder so, weiß ich nicht. So. Moment, haben wir eine Flasche Wein dabei? Nee, okay, dann müssen es ein paar Eier tun dann zur Brückeneinweihung. Ja, ich habe auch nur drei dabei. Sehr gut. Ich habe auch drei dabei. Einmal Eier in der Hand und egal. So, wo machen wir das Schild denn ran? Kommt von hier und man weiß ja, Menschen sind immer so ein bisschen rechtsorientiert mit dem Blick, also will ich es auf die rechte Seite hin tun. Außerdem ist der Fettner, haben wir ja Rechtsverkehr bei uns in Deutschland, das heißt, rechts kommt das Schild. Wie war das denn so? Das sieht da ja irgendwie nicht ganz so cool aus. Was? Wo kommt denn der Vorschlag her? Ja, das war der. War das nicht Grumlerbrücke? Ja, oder das wäre die Grumlerbrücke. Das ist auf, was weiß ich, Spanisch oder so. Keine Ahnung. Achso, kannst du das nochmal schreiben? Ist gerade schon weggegangen. Ich habe mir nur den deutschen Titel aufgeschrieben. Warte, so. Weil ich find, das hat irgendwie mehr was. Wenn das denn stimmt. Also das kann ich jetzt nicht behaupten. Oder weiß ich nicht. Auch nicht, aber ich behaupte mal, unser lieber Billigond hat da Ahnung. Ja, Moment, ich muss das mal ein nach oben packen. Das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Wie viele Zeilen hat so ein Schild? Vier. Jetzt habe ich den letzten Begriff schon wieder vergessen. Ponte Dei Sospiri. Achso, Dei war es auch nicht, den. Also D-E-I. D-E-I und das andere bestimme ich auch nochmal kurz. S-O-S. S-O-S, ja. Und dann wie die scharfen Sachen, Piri Piri. So, oder?
kann man schon lesen. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Und sobald du Enter gedrückt hast. Wollten wir den Namen noch mit dazu schreiben? Ja, von Belegon. Ja, dann schreiben wir immer noch den Namensgeber mit dazu. Genau, ihr werdet auch verewigt. Aber glaube ich mal auf dem extra Schild, weil. Weil ich glaube, das sieht doof aus, wenn man das dann noch aufschreibt. Ja, dann mach. Genau, dann machen wir unten. Dann bauen wir unsere Brücken so auf und oben kommt dann drauf der. Sponsored by. Ja, bin schon dabei. Gott, mit so einem Mikrofon vor der Nase zu schreiben, ist doch echt nicht so leicht. Ich weiß nicht. Genau, sehr schön. So, und jetzt ab zur Einweihung. Und. Yay! Woo! Oh, sogar ein Hühnchen gespawnt. So, das ist dein Huhn. Genau. Das kann man lieb haben. Schau, das geht dann so. So. Aber ich glaube, ich muss es auch nochmal kurz lieb haben. Oder geht's dann kaputt? Ich weiß es nicht. Probier's mal zu lieben. Okay, so, jetzt hören wir auf, es zu lieben, weil sonst geht's wirklich kaputt. Ja. Schön. So, dann hat die erste Brücke einen Namen. Finde ich schon mal sehr, sehr cool übrigens. Jawohl. Und jetzt brauchen wir nur noch mehr davon. Brauchen wir Brücken, mehr Tunnel mit Namen und überhaupt und sowieso. Und dann benennen wir nachher die Bäume. Dann benennen wir die Bäume. Und die Schafe. Kriegt jedes Schaf so ein Schild in den Hintern. Das ist Goldi. Das ist Goldi 2. Nun Rot. Rot, das ist Roti. Rot ist Goldi. Rot. Das hier ist Dolly, das ist Dolly 1, das hier ist Dolly 2. Ja, ja. Tonschafe. Huch, läuft ja von meinem Ballast durch mich durch. Miep, miep. Hui, hui. Gummibären hüpfen hier und da. Okay. Da wollen die Chunks schon wieder nicht laden. Hey, bei mir auch, okay. Ich bin das nicht der Einzige, der gerade auf ein Loch im Boden zugelaufen ist. Nein, das steht auf einmal irgendwie. Moment, so. Das ist ein bisschen irritierend. Nur ein wenig. Okay, ich glaube, jetzt geht's aber, oder? Naja, da ist noch ein kleines Loch. So, ich bin der Brückentroll. Ich troll dich jetzt. Trollolololololol. Also diese Chance, was ist denn schon wieder los, ey? Das war vorhin nicht so. Keine Ahnung, die wollen von Durchfall erzählen. Sie singen ein Lied von Durchfall. Alles klar, Juri? Ja, ich will mir nur mal gerade die ganzen Chunks updaten. So. Ja. Jetzt, das Dach ist immer noch nicht geladen, das ist doch der Hammer. Nächsten Dach. So, okay. Was wollen wir denn jetzt als erstes machen? Also ich würde vorschlagen, wir schauen hier gleich mal, dass wir. Also ich fange jetzt hier mal an, den Erdplatz hier ein bisschen abzubauen, dass wir da unten einen besseren Blick auf unser zukünftiges Dorf haben. Ja, okay. Wenn man hier kommt, also da fange ich hier mal an, die Erdecke abzubauen. Ich würde jetzt sagen, ich baue hier erstmal nur praktisch hier die Reihe runter ab. Jo. Okay, woraus wollen wir denn die Treppe hier runter machen? Wenn wir schon, also wenn wir den Weg, wie wir gesagt haben, aus Holz machen wollen, würde ich auch das aus Holz machen, oder? Aus Holz, okay. Und dann mit Slabs verlegen, oder? Ich mag das ja ganz gern, wenn das ein bisschen tiefer gelegen ist. Naja, können wir schon machen. Okay, dann muss ich mir bloß meine Axt bauen und... Ach nee, ich habe hier noch ein bisschen was. Ein bisschen Axt? Wie viel Axt hast du noch? Nee, eine Axt habe ich nicht mehr. Ein bisschen Holz habe ich hier gerade noch. Aber Holz könnte ich dir auch noch geben, da habe ich auch noch einiges dabei. So, voilà. Ja! Also Holz kannst du mir auch wirklich mal geben. Wer bist du? Wo bist du? Ich laufe gerade mal ganz kurz zu Benchen. Da hier, blub. Die nehme ich vielleicht mal mit gleich. So. Wobei, einen brauche ich noch. Mal hier ein bisschen was abtragen. Ja. Genau, Juvi. Drück die rechte Maustaste. Kannst du machen. Dann passiert so viel. Warum passiert hier nichts? Ist das schon wieder kaputt? Irgendwie. Schwarzen Bildschirm, das ganze Wochenende. Schwarzen Bildschirm hab's. Ja. So. Yay. Es wird schon wieder Nacht. Alter. Warum?
Wir haben einen Nachtserver. Ach nee, warte mal, wir hatten einen englischen Server, deswegen hat es hier geregnet. So war das. Ja, yeah, genau. Ja, das ist das Problem mit diesen englischen Servern, ne? Die haben ständig auch das britische Wetter. Ach Quatsch, das ist... Und jeden Tag um 16 Uhr ist Tea Time. Oder wann ist da Tea Time? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht. Ich war aber auch noch nie in England. Ich auch nicht. Kann man ja mal nachholen. Zusammen. Was machst du morgen? Ja, weil, also ich wollte eigentlich nach Frankreich fahren, aber... Nee, Frankreich ist doof. Dann fahren wir eben nach England. Okay, England. Also alles klar, auf nach England. So ganz spontan. Ganz spontan. Ich nehme einfach mal spontan auf Arbeit frei. Ich sag, Chef, ich bin einmal in England. Genau. Packst du nur eine Unterhose ein und dann geht's los. Ja, aber eine saubere. Nicht so wie letztes Mal. Ach so. Zwei getragene schon habe. Das ist immer eine schlechte Entscheidung. Saubere Unterhosen auch noch. Ja, klar. Wie eklig. Ja, das muss schon sein. Oh. Moment, wo sollte das denn hier runtergehen? Nee, nicht hier. Ein weiter noch. Ja. Mensch, Juvi. Alter Kacknoob. Ich wollte so früher biegen. Deswegen habe ich keinen Führerschein. Weil auch in deiner Führerscheinprüfung wolltest du zu früher biegen. Ah, Schaufel ist kaputt. Nein. Ja, ich meine, ich wäre bestimmt auch so ein Mensch, der einfach pur nach Navi fährt. So, bitte jetzt rechts abbiegen. Okay. Bumm. Und dann einmal irgendwo die Leitplanke rein. Da war ja Gegenverkehr. Moment, wenn du nach rechts abbiegst, wie kann da Gegenverkehr sein? Das ist ein kleines Mysterium. Ja, wir sind ja gerade in England, schon vergessen. Ja. Tricky. Da geht das so. Die gucken da doch immer alle doof, weil da ein Autoverkehr drum ist. So, dann kommen sie so an, so, oh, good lord, why are they driving on the wrong direction? Na. Hier wird der Weg auf einmal nur zu zwei. Wir müssten eigentlich noch einen weiter reingehen. Es sei denn, wir lassen das hier schön auf einen Doppelweg auslaufen. Das geht, glaube ich, auch. Dann lassen wir einen Doppelweg auslaufen, oder? Ja, und dann sieht es nicht ganz so creepy aus. Beziehungsweise wir wollten ja eh den Weg irgendwie ein bisschen breiter machen. Passt schon. Ein bisschen schmaler machen, nicht breiter. Oh mein Gott. Wir machen den Weg breiter, deswegen wird er dünner. Was? Ja, und ich wollte die Workbench mitnehmen. Ich seppel. Ach, bin doch voll nicht am Start gerade. Hep. Ich hab mir gerade eine gecraftet. Jetzt hab ich zwei. Ein Pö. Huch, mir ist gerade eine runtergefallen. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Eine Workbench aufstellen. Ja, und mir eine Schaufel eben bauen. Das war's eigentlich. Eine Schaufel? Das erinnert mich an die Schaufel. An was erinnert dich das? An Mystery Man. Der Schaufler. Ach, egal. Ist ein sehr schön. So Möchtegern Superhelden. Ah ja, ich mag Möchtegern Superhelden. Das ist total geil. Der Schaufler, dann hier die Tochter des Bowlers. Dann, wie heißt er? Mr. Furious nennt er sich selber, aber irgendwann gesagt dann, ja, eigentlich heiße ich Roy. Wo gibt's so einen Scheiß zu sehen? Der Film ist absolut cool, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo das lief. Okay. Das ist auch schon, ist zwar auch schon wieder 100 Jahre her, aber das ist ein absolut genialer Film. Weil man weiß, dass so ein bisschen auch so diese typischen Superhelden so auf die Schippe nimmt. Also es gibt in der Stadt den großen Mega-Superhelden, ich sage jetzt einfach mal Captain Hero, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Und auf alle Fälle, wird der vom Bösewicht halt geschnappt und irgendwie bringen sie ihn dann um. Also die Helden, nicht die Bösewichte. Okay. So, als sie ihn befreien, waren so, du musst, da ist er halt festgekettet, ne? Du musst den Schalter da umlegen. Oh, den Schalter, okay, dann mache ich das mal. Und dann schneiden sie sich rum irgendwie. Auf alle Fälle schalten sie die Maschine ein und rösten den Captain Hero dann. Dann müssen sie selber zu richtigen Superhelden werden und den Bösewicht stoppen. Mhm. Das ist ein sehr schöner Film, kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr den mal irgendwo seht, dann schaut euch den mal an. Der ist echt klasse. Ja, aber alles sind seine Filmtipps. Oder wie hieß der andere Typ? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie er hieß. Ich glaube, irgendwas mit der Stinke oder so. Klingt auch schön. Dem seine Superkraft war, pass auf, zieh mal an meinem Finger. Oh, nein. Warte mal, was er dann immer gemacht hat. Genau, und dann sind immer alle in Ohnmacht gefallen. Yay. Der unsichtbare Junge, der unsichtbar werden kann, wenn keiner hinschaut. Oh, das kann ich auch. Ja, irgendwie hat es bei ihm dann auch wirklich geklappt, aber trotzdem ist es halt...
Da gab es ihren Superhelden-Ausbilder dann, die Swings, der immer voll mysteriös war. Wie die Swings eben so ist. Ja, der war voll mysteriös, der Typ. Also, der ist echt ein toller Film. So, ich setze den Weg jetzt mal hier so ein bisschen versetzt.